Hier am Münchner Marienplatz. Schön, dass alle da seid. Auch dieses Jahr gibt es auf dem Christkindlmarkt wieder alles, was man zu Weihnachten braucht, was man braucht, damit Weihnachten noch schöner wird. Von der Kerzen über Krippel, über Kunsthandwerk. Natürlich auch Essen und Trinken darf man nicht vergessen. Für die Krippel-Freunde gibt es wie jedes Jahr am Richard-Strauss-Brunnen den Krippelmarkt. Und dieser gibt es auch noch ganz was Besonderes für Krippelfreunde, nämlich ab 7. Dezember eine Ausstellung zum 100. Geburtstag der Münchner Krippelfreunde hier in der Rathausgalerie. Also wer sich für Krippel interessiert, muss unbedingt da vorbeischauen. Natürlich gibt es auch noch mehr wie jedes Jahr. Wir machen wie immer ein tolles Programm. Es gibt immer was zum Mitmachen, kommen Sie einfach vorbei. Es ist immer was los. Ganz besonders möchte ich erwähnen, dass wir natürlich jeden Tag wunderbare Musik hören. Wir hören es hier im Rathaus alle ganz nah, Sie können es unten auch hören. Und ganz besonders und auch erwähnenswert, das Jahr, weil es auch neu ist, wir haben was für die Menschen mit Handicap getan. Es gibt barrierefrei zugänglich eine Aktion, die heißt Singen unter dem Christbaum für alle Menschen, die ein Handicap haben. Ich glaube, auch die dürfen gerne an Weihnachten teilnehmen. Genau, die haben einen Applaus verdient. Apropos Christbaum, langjährige Tradition, dass uns der Christbaum für den Christkindlmarkt von Gemeinden, von Städten gespendet wird. Über 40 Jahre schon diese Tradition. Genauso alt ist die Tradition, dass er unterschiedlich beurteilt wird. Das ist immer so und deswegen kann ich unseren Gästen schon ganz völlig entspannt sein. Es gibt selten einen Christbaum, wo ganz München zufrieden ist, es ja selten Gelegenheit gibt, dass alle Münchner mit irgendwas zufrieden sind. Das gehört aber zu Bayern und deswegen muss ich es auch nicht erklären, weil die diesjährige Spendergemeinde ist Burghausen und das liegt in Bayern. Und herzlich willkommen alle Burghausener Freunde. Dankeschön für den Baum. Herzlich willkommen insbesondere dem Bürgermeister Hans Steindl und seiner Frau und der ganzen Delegation und die Georgsbläser, die ihr schon gehört habt da unten, die haben es auch gerne mitgebracht. Herzlich willkommen nochmal an die gesamte Delegation und vielen Dank für den Baum. Hier herum spielt die Isartaler Blasmusik und die werden euch nur das ein oder andere Stück jetzt spielen. Aber jetzt muss ich schon wieder aufhören, weil bei meinem Skript steht drauf, ganz kurze Rede und ganzes unterstrichen. Also heute wieder auch da. Aber eins machen wir noch, wie die letzten Jahre, bitte schön gemeinsam. Wir sorgen nämlich dafür, dass der Baum leuchtet. Und dann ist meistens der Gesamteindruck schon wieder ganz anders, wenn er auf Nacht leuchtet. Und das werden wir jetzt beweisen. Ich werde jetzt von 3 bis 0 runterzählen und dann statt 0 sagen wir alle miteinander Licht. Und dann schauen wir mal, ob es das auch wieder funktioniert. Wenn nicht, machen wir es dann noch. Aber ich versuche es jetzt einfach mal. Sie helfen mir kräftig mit. 3, 2, 1.